So beginne ich jetzt und erkläre auch jetzt mal ganz genau, warum ich mir W nehme. D, je. Je, gut. Ich konzentriere mich und erkläre erstmal, warum ich nicht draußen bin, weil es regnet nicht allein, sondern weil ich auch vom Gerüst gefallen bin, wie ich es abgebaut habe. Beim Abbauen vom Gerüst war allzu schnell mein Tun. Die Bretter runter, immer munter, als ob ich besser es nicht wüsste. Eines zum Ausgleich fehlte nun. Mit einem Schlag fiel's Brett mit mir herunter, so hoch zur Stange, die ich fange. Gerettet, denk ich, mich lass ich nicht los. Doch mein Schwung erprallte auf. War da nicht noch eine Stange auf die Brust? Der Schmerz war groß. Zerschmettert bin ich zwar, doch oben auf, besser gesagt, oben dran. Meine Füße finden Halt an Eckgestängen. Hinab, den Schmerz der Innereien nehme ich in Kauf. Stehe ich auf dem Boden, ob ich da noch laufen kann, kann nur noch krabbeln, wie in meinen Anfängen. Es ist ganz schlecht zu verstehen, weil ich habe es noch nicht ins Reine geschrieben und der Rhythmus war noch nicht so richtig. Und da geht es jetzt auch drum mit diesen Rhythmus, die ich so die dumm auch gern gesprochen hätte, nicht auf diesen Brett des Gerüstes, wo ich rutsche, herunter. So, ich beginne mit Klang und ihr müsst euch denken, ihr wäret auch im Garten jetzt um diese Pflanzen herum und ich säße auf einem Stuhl, weil ich ja nicht mehr stehen und krabbeln kann und würde singen oder würde sprechen. Ich säße auf einem Stuhl, sitz wie dumm im Garten rum, vom Garten aufgeweckt und aufgeputscht, ist mir mein Kopf verrutscht, direkt in einen Sud, in einen Dreck, in Quatsch, in Zeug, alles hinein. Was scheint mir allgemein? Ich sitze da drin und suche Sinn und finde hier und da mal was. Das macht mir vielleicht sogar Spaß. Es ist ein leichtes Leben, es ist so von wundersamen Dingen umgeben. So wechsle ich aber trotzdem zu dem Leid und Schmerz, den ich sehe. Figuren, die kreischen und ich gehe abwärts in Tiefes hinein und fühle mich dort viel wichtiger und Gott als diese. Ich fühle mich in dem Leid viel wichtiger und ich sehe den Schmerz und Tod und abwärts in dieses Hineinstürzen komme ich zum Übeln der Menschheit, zum Leid und Tod. Möchte ich im Leid zufrieden sein? Nein, das ist all das, was ich suche. Es ist nicht nur das Leid, sondern auch die Freude. Philosoph denkt, ich blühe auf im Gereimtsein der Sonne, im Grund des Ewigen, im Aufsteigen des Lichtes. Und so, ich beginne zu sehen. Ich konnte mich dort konzentrieren, etwas ausprobieren, kleine Pröbchen ohne Schranken. So könnte ich öffnen eine neue Tür. Und dieses Pröbchen von meinen Worten hast du nun genommen, jetzt gehe ich fort an einen anderen Ort, hätte vielleicht auch noch geklagt, hätte vielleicht auch gar etwas Wichtiges gesagt. Wie schon so oft, so braucht es ja jetzt eigentlich hier nicht sein, allein und dein. So durchdenken könnte ich das hier jemandem schenken. Die Zierde gleich einer Blume zum Zeichen einer Zuneigung, so will ich sie reichen. Und ich sehe nicht, was übrig bliebe, außer Liebe in dieser üblen, bösen, harten, ungerechten Welt. Von mir die Liebe wird gegenübergestellt. Fast naiv, so bin ich halt. Ich bin ja noch nicht allzu lange da
Und der Blick in die Vergangenheit, in das, was war, es ist in der Zeit, in der ich geschrieben habe, diesen Text, war ich 30 und 2 Jahre da. Jetzt bin ich 50 und 2 Jahre da. Ich beziehe da nicht zu jeder Gehirnschwellung Stellung. Ich habe meinen eigenen Themenkreis, damals hatte ich meinen eigenen Themenkreis, den ich bepflanzte mit Fleiß, in dem wuchern die Missgeburten und die verkrüppelten Kreaturen. Und in diesen Gatten aller denkbaren Arten, da bin ich zu Hause und da grabe ich meine Schätze aus. Ich sage dann noch, ich könnte mich diesem Vergangenheitsproblem und diesen Problemen immer wieder aussetzen und könnte immer wieder mir die neue Kraft im Denken entziehen, sondern in diesem körperlichen Aktiviertsein Körper und Geist vereinen und daraus aus dieser Vereinigung praktisch Kraft ziehen. Allein der Geist ist oft zu schwer. Und da habe ich jetzt den Vergangenheitsteil bewältigt und mache jetzt ein Lied. Das ist ziemlich neu. Das heißt rundherum, so wie die Performance auch rundherum wäre. Ich tanze, also ich tänze um diese Blumen herum. Wie viel Zeit hast du noch? Wie viel Stunden zum Umrunden? Wie viel Glück brauchst du noch? Zum Verstehen, du wirst gehen. Wie oft wird die Sonne aufgehen? Und wie oft wirst du sie dabei sehen? Ja, wie viel Zeit hast du noch? Wie viel Zeit hast du noch? Sie sind vorbei, die Nächte, mein Freund. Von anderen Welten haben wir geträumt. Tausende Wege konnte jeder von uns gehen. Doch sie haben Ziele, die kann man leider nur alleine sehen. Rundherum, rundherum, rundherum ist das Leben erfüllt. Es rundherum ist das Leben erfüllt, es fordert uns heraus, Schreie werden gestillt. Ja, rundherum ist so vieles unter, ist zu gerumpelt, mal falsch und mal wahr. Ja, rundherum haben wir den ganzen Tag, wenn wir zusammen sind mit den Menschen, die man mag. Ja, rundherum, rundherum, rundherum. Was zu bewegen, wie viel Zeit brauchst du noch? Doch es ist wahr, das Ziel ist da. Wie viel Leben hast du noch, um über ihn zu schweben, wie in allen Seelen? Wie viel Leben hast du noch? Wie viel Zeit hast du noch? Wir sind erwacht. Es ist heller Tag. Wir lassen ihn liegen gegen der die Dunkelheit macht. Die Zeit ist zu kostbar, um sie nicht sinnvoll zu machen.
zu nutzen. Und was du hinterlässt, sollte nicht ein anderer wegputzen. Schreie werden gestellt, ja. Rundherum ist so vieles unklar, es ist so gerumpelt, mal falsch und mal wahr. Rundherum packst der Mensch, wenn er sich dreht, weil er die Antwort gefunden hat, um die es hier geht, ja. Rundherum machen wir den ganzen Tag, wenn wir zusammen sind mit den Menschen, die man mag. Schreiben. Oft vergesse ich, dass die Zeit so kostbar ist, dass es eine Verschwendung wäre, eher, wenn man nicht Gedanken in Worte fassen würde oder nichts hinterlässt. Somit und hiermit geschieht das halt jetzt für euch. Ich teile mich mit. Manchmal ist es zu lang, manchmal ist es zu wenig. Und ich bediene mich hierbei des Gedichtes, damit es weniger wird komprimiert. Was der Philosoph im Vortragsstunden rezitiert, bleibt beim Versteher minimiert. Klar müssten wir alle mehr nachdenken und der Weisheit viel mehr Achtung schenken, doch wer weiß schon, ob der kluge Geist nicht nur Spott im Denken preist meist. Weisheit steckt auch oft im Verstehen des Wesentlichen. Erfahrungen werden miteinander verglichen. Jeder lebt sein eigenes Leben in täglicher Veränderung. Täglich merkt er, er wird nicht mehr jung. Wäre dies sein Ziel, er wäre auf der falschen Bahn. Er wäre es, der wahre Zeitstrahl hält nicht an. Es wird das Leben reich an Erfahrungen. Und oft sind es die peinlichen, schmerzlichen, die Überwindungen, die die Persönlichkeit stärken, die Wissen, ich habe mich gefunden in Taten und Werken. Und wenn von allem dem ich allein noch übrig bin, gibt mir allein die Liebe an dich einen Sinn. Und bist du dann den Göttern gleich, fühle ich mich im Einzelnen ganz reich. Das ist jetzt an die Leute, zum Beispiel auch an den Faun, den ich da gesägt habe im Garten. Man muss halt auch mal denken, dass ich die Worte, wo ich jetzt hier mache, in den Garten transformiere für mich. Dafür habe ich sie geschrieben. Meine Augen können sehen, erkennen. Ist ihr Leuchten,
sie sind ein Segen, erneuern Leben. Wenn die Flora ansteht und auf die Reise geht, im Horizont entgegen, auf allen Lebenswegen, essen Bäume und Pflanzen mit Anblüten, die tanzen, warme Lichter, die scheinen, im Fluss sich vollen Verein. Die Erde, die sich dreht, auf die Reise geht. Und dazwischen, nicht nur beim Essen, sondern auch die Venusfliegen zum Beispiel bei uns im Garten sind aus meiner Fantasie entsprungen. Quecken, ein Quell des Lebens, meine Quelle des Lebens ist der Mensch und die Frau. Sie ist mir lieb und wir sind einander verwoben in unserer Welt der Pflanzen. Wir gehören zusammen, wir schwingen und durch ihr Verzehren sind wir erfreut und durch die Farben und ihren Duft. Jung, wie die Jugend blühen meine Venusquecken. Und die Venus ist der Stern am Himmel, der hell leuchtet, der unsere Rasse Mensch Halt und Ordnung gab und unsere Zeit einteilte, früher in der Bronzezeit. Wir können unseren Sternen trauen, auch in der Gegenwart und Zukunft. Ihre Uhren ticken anders, verlässlicher scheint uns, ist unser Fallen in sie hinein, in eine Zeit, die stärker, größer ist. Wir können uns fallen lassen, wir fallen, wir kommen auch aus ihr heraus, also das Hineinfallen ergibt auch ein Herauskommen. Dem Mädchen, der jungen Frau in ihrer Lieblichkeit, in ihrem Gesicht blicken zu dürfen, ihr nahe sein zu können und doch so weit von ihr entfernt zu sein, das weckt mich auf. Klare Farben locken das Leben und mein Denken wird von einem anderen Kopf unterstützt. Gegenpole sind so offensichtlich, verlangen nach dem Fall in die Welt. Der Kopf fällt zu uns, den Sternen, zu uns, dem Stern, dem Schoß, zu uns, der Erde. Das sind die Gedanken zu meinen Venusquecken, die draußen zu finden sind. Um eines herum ist das Lied in mir.
ist ein Anstoß. Er schlägt, und was klein ist, wird groß. In mir schlägt ein Herz. Was schwach ist, wird stark, und es wächst, heran. Es lebt in mir. Auf die Frage, wie es ohne Leben wäre.
Das war's, danke schön.